Lecker Schmecker. Verona Poth schickt aus dem japanischen Restaurant Moriki in Frankfurt einen kulinarischen Gruß an ihre gut 9900 Facebook-Fans. Die haben sich allerdings immer noch nicht ganz mit ihren blonden Haaren angefreundet, wie man in den Kommentaren lesen kann. Ex-Monroe-Star Sanna Gammer teilt mal wieder ein Video mit Backstage-Gesprächen zwischen ihr und ihrer Schwester Dahab. Ich bin ein Talent. Ich bin Künstlerin und du bist so, du wirst Künstlerin. Du hast andere Talente. Du kannst gut schminken, du kannst toll reden, du hast Freunde. Verstehst du? Das ist auch ein Talent. War wohl eher ein Selbstgespräch. Model und DJ Julia Siegel zeigt ihrer Facebook-Community ihr gemütliches 240 Kilometer Autofahr-Outfit und verrät für alle modebegeisterten Fans auch die Marken, die sie trägt, Gucci und Zara. Am Ziel angekommen, wirft sie sich dann in dieses Gucci-Business-Outfit. Mit dem Heidi-Bomber heim heißt es für Sonja Kraus, die am Arlberg in Österreich ein paar Tage zum Faulenzen, Fressen und Frieren war, wie sie via Facebook schreibt. Ex-Queensberry-Mitglied Gabby besucht mit Kollegin Leo Katy Perry im Madame Tussauds in Berlin und verrät ihren Facebook-Fans auch den Grund, warum sie angefangen hat zu singen, Whitney Houston. Und die zwei Turteltauben Sarah Engels und Pietro Lombardi schicken ihren Facebook-Fans diesen guten Morgengruß. Süß. Und damit bis zum nächsten Update.